قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. عائشة، الله möge wohlgefallen an ihr haben, berichtet vom Propheten Allahs. Allah möge ihn segnen und ihm Frieden schenken, dass er gesagt habe: Wer den Koran immer wieder auswendig liest und er geht ihm leicht von der Zunge, seines guten Gedächtnisses wegen, der ist ja mit den göttlich Boten, den hochgeehrten, demütig Gehorchenden. Und wer den Koran liest, doch ihn immer wieder mühevoll liest, und er geht ihm schwer von der Zunge, der erhält dafür den Verdienst doppelt. Verdienst für das Lesen und Verdienst für sein Bemühen. Und am jüngsten Tag wird der Koran als Fürsprecher all jener Gläubigen auftreten, die sich dem Koran gewidmet haben, sei es mit Auswendiglernen, Lehren oder einfach nur mit Lesen, und die sich den Koran zur Richtschnur ihrer Lebensführung genommen haben. Abdullah ibn Amr, Allah möge Wohlgefallen an ihm haben, berichtet, dass der Prophet Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, gesagt habe: Das Fasten und der Koran werden am jüngsten Tag für den Gottesknecht bitten. Das Fasten wird bitten: O Herr, ich habe ihn davon abgehalten, während des Tages Speise zu sich zu nehmen und seinen Begierden zu folgen. Lass mich zu seinen Gunsten bitten. Darauf wird der Koran bitten: Und ich habe ihn davon abgehalten, nächtens durchzuschlafen. Lass auch mich deshalb zu seinen Gunsten bitten. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, sagte: Und beiden wird dann auch die Erlaubnis von Allah gegeben werden, fürzusprechen. Auch wenn sich all diese Aussagen offensichtlich auf den ganzen Koran und den gesamten Offenbarungstext beziehen und folglich das gläubige Lesen einer jeden Sure und eines jeden Verses ohne Unterschied gesegnet ist und folglich jeder gläubige Leser des diesen Suren und Versen innewohnenden Segens und der göttlichen Gnade teilhaftig wird, hat Allah der Erhabene einige der Suren und Verse dieser göttlichen Lesung offenbar in besonderem Maße gesegnet, so dass deren Lesung auch in besonderem Maße gnadenreich und verdienstvoll ist. Der Prophet Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Frieden, hat seinem Glaubensvolk diese besonders gnaden- und segensreichen Suren dann auch bezeichnet, weshalb ich sie hier dementsprechend Gnadensuren genannt habe. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.